nach Kidron. Da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer diene, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen. Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm. Spricht zu ihnen. Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragete er sie aber mal. Wen suchet ihr? Sie aber sprachen. Jesus von Nazareth. Jesus antwortete. Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Dass das Wort erfüllet würde, welches er sagte. Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein Recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petro, stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein
der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäger, welcher des Jahres Hohepriester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk.
Und Petrus aber folgete Jesu nach und einander Jünger. War dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür, da
ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro: Bist du nicht dieses Menschenjünger einer? Er sprach: Ich bin's nicht. Erstunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt, und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener eine, die dabei stunden, Jesu, einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Hast du nichts an den Jüngern? Hast du nichts, hast du nicht gern? Hast du nichts, hast du nicht, hast du nichts an den Jüngern? Hast du nicht, 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 hast du n
erwiderte aber und sprach: Ich bin's nicht. Spricht des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunde des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald krähte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und war. Thank you.
führeten sie Jesum von Kaifa vor das Richthaus, und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf das sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringen ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wär mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Thank you.
sprach Pilatus zu ihm: So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeigen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch eine Lust gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Juden König Lust gebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Mit diesem nicht, mit diesem sondern Barabbas. Und geißelte ihn. Yeah.
sein blutgefärbter Rücken in allen Stücken dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Er fliege wie sein blutgefärbter Rücken in allen Stücken dem in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche Thank you.
sein Blutvergüten in allen Stücken dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. In allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Erwiege, wie sein Blut gefährt, verrücken in allen Stücken, dem Himmel gleiche geht. Erwiege, erwiege, verrücken in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Oh,
Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben. Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben. Zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat's größere Sünde. Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Thank you.
Hütte führte er Jesum heraus und setzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Osten um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden: Siehet, das ist euer König. Sie stehen aber Flieht, 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 flieht
angefochtenen Seelen alt, ja, angefochtenen Seelen alt, alt, ah, ja, angefochtenen Seelen, ihr angefochtenen Seelen, geht aus einem schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz und war geschrieben Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viel Juden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Schreiben nicht, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewürget durch und durch. Da sprachen sie untereinander:
geheilet würde die Schrift, die da saget, sie haben meine Kleider unter sich geteilet und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester, Maria Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht ihr: Mich dürstet. Da stund ein Gefäß voll Essigs, sie fühleten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isopen und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Thank you.
aus Juda siegt mit Macht. Der Held aus Juda siegt mit Macht. Der Held aus Juda siegt mit Macht. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Der Held aus Juda siegt mit Macht. Der Held aus Juda siegt mit Macht. Und schließt den Kampf. Sterben frei gemacht.
In zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde bebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf die Leiber der Heiligen. Thank you.
Als der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine, und dem Anden, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern die Kriegsknechte eine eröffneten seine Seite mit einem Speer, und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift: Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Pilatum Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubete es, derowegen kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und Aloen untereinander bei 100 Pfunden. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Juden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten, und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je gelegen war. Da
selbst hinlegten sie Jesu, um des Rüsttags willen der Juden, dieweil das Grab